herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Oh, der Eddie hat schon wieder ein Paket bekommen. Und was war drin? Es war Titanic drin. Ja, wir fangen jetzt an mit Ausgabe 60. Da geht das gleich los. Und was bauen wir da zusammen? Da bauen wir eine ganze Menge zusammen. Es sind fast 4 Seiten sind das. Und zwar wird dort der Eingang in die zweite Klasse vorbereitet. Und ja, das werden wir dann gleich mal tun. Ja, was soll ich noch großartig sagen? 4 Ausgaben, wenn es jetzt wieder in Folge werden. Und zwar die 60 bis zur 63. Und die werde ich aber alles gestückelt machen, weil die 60 ist sehr groß und die 60 und die 62 ist sehr groß und die 61 und die 63 ist etwas kleiner gehalten. Ja, ich werde das alles so ein bisschen verschieben. Ich werde ein bisschen wahrscheinlich was in die anderen Ausgaben mit hineinnehmen, damit die eben halt nicht ganz zu kurz werden. Ja, wenn euch das gefällt, wie ich die Titanic zusammenbaue, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder natürlich auch gerne Mitglied werden, so dass ich mir solche Projekte zum Beispiel erschwingen kann, die ich euch dann natürlich gerne zeige. Ja, bei diesen Schraubmodellen kann ich natürlich nicht sehr viel daran verändern, außer vielleicht wie bei der Titanic vielleicht ein bisschen Farbgebung anders machen. Ja, oder wenn eben halt ein Geländer am Niedergang oder an der Leiter fehlt oder so. Aber das macht es eben halt das auch. Vielleicht ein so bisschen einen anderen Touch dazu reinbekommen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und natürlich mit den anderen Videos auch hier auf meinem Kanal in Eddys Modellwerft. Bis dahin sage ich Tschüss und wir gehen jetzt auf den Basteltisch. So, wie schon besprochen, machen wir jetzt die Ausgabe 60 und da drehe ich das Heftchen mal in meine Seite, in meine Richtung. Und da haben wir ja schon die ganzen Bauteile. Was ist hier noch so ein bisschen? Da haben wir irgendwie noch was von den Schwesterschiffen wegen britischer Artillerie und so weiter. Und da geht es über die Kriege und hier haben wir noch etwas über die White Star Line. Und ja, das ist die Britannik der White Star Line und da schreiben sie auch ein bisschen etwas drüber. Aber wir wollen uns ja hier heute mit Ausgabe 60 mit dem Eingang der zweiten Klasse beschäftigen. So, jetzt geht das Heft hier mal ein bisschen auf die Seite. So, und hier habe ich auch schon alle Teile rausgemacht. Und zwar hier ist das einmal das Kassenhäuschen. Und ja, hier ist so ein kleines Häuschen, das kommt, glaube ich, hier oben drauf, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Diese Teile werden wir diese Ausgabe noch nicht verbasteln. Entschuldigung. Das sind die Lüfter, die Rohre und so weiter, die jeweils zum Schornstein nachher auf diesen von eins dieser Deckshäuser kommen. Aber wie gesagt, dazu später. So, Teile erstmal beiseite. Und dann geht das gleich auch los. Wir sollen jetzt die Fenster einkleben. Die habe ich mir hier schon aus dem Spritzring vorgearbeitet. Hier vorne sind sie. Habe sie mir alle entgradet. Und jetzt suche ich noch meinen Sekundenkleber. Da mache ich mir immer ganz gerne sowas in die Ecke von ja, irgendwas, was ich so finde. Jetzt habe ich mal den Bierdeckel von gestern Abend gefunden. So, und schluck mal Kaffee. Ja, wie ihr seht, bin ich auch momentan auf einen schönen Untergrund. Und das hat damit was zu tun, dass ich nicht in meiner Werft bin, weil ich habe mich entschlossen, ich werde meine Werft ein bisschen vergrößern. So, ist es das alles schon wieder weggezogen? Das kann schon mal passieren. Ah, jetzt liegt das. Okay. Und ich werde meine Werft ein bisschen vergrößern. Und wir haben ja noch das Kinderzimmer und das liegt einfach so brach. Und da war ein großes, sperriges Bett drinne.
Das habe ich denn jetzt erstmal rausgeschmissen und das werde ich dann irgendwann mal verkaufen. Also wenn jemand ein Etagenbett haben will, kann er das gerne bei mir abholen. Also Hochbett, kein Etagenbett. So, jetzt streiche ich hier das mit Sekundenkleber ein und dann nehme ich ein so ein Fensterchen und klebe das ein. Man kann sich den ja auch ein bisschen stumpfer machen, der ist ja nicht so spitz. Dann hat man mehr Auflagefläche. Weil man braucht wirklich nur ein paar Tropfen in die Ecken jeweils reinzutun. Der Sekundenkleber ist noch ziemlich neu, da hätte ich das auch direkt machen können, aber wenn man das mit so einem kleinen Zahnstocher macht, dann sieht das schon wesentlich besser aus. So. So, der Teppi hoch. So, jetzt machen wir das nächste. Ja, das ist ja immer ein bisschen langweilig, dazu zu gucken, wie man das so einklebt. Ich habe das schon mal versucht, mal ein bisschen schneller ablaufen zu lassen. Aber das funktioniert auch irgendwie nicht so richtig. Das gibt mein Programm nicht her. Das wird dann immer so in Etappen schnell gemacht. Immer wie so ein laufender Motor. Der geht ein Stück schnell und dann kommt es wieder langsam, dann wieder schnell und wieder langsam. Naja, jetzt müsst ihr eben halt die Zeit mal ein bisschen ausharren, bis ich das hier alles schön eingepinselt habe. Ihr könnt natürlich auch das Fenster selbst einstreichen. Dann habt ihr vielleicht nicht diese Fummelarbeit. Aber naja, jeder macht das so, wie er das gerne möchte. So, ne, ich kann euch das nochmal ganz kurz zeigen, aber ich bin der Meinung, dann kommt mir zu viel Kleber daran und dann quillt das so an den Seiten raus und ich persönlich mag das nicht so gerne. Ne, man könnte ja jetzt ganz vorsichtig hier so im Fenster an der Ecke was ansetzen, aber wie gesagt, da schmiert ihr, ihr seht das schon, mehr den äußeren Rand dicht, als wie dass ihr das Fensterchen trefft. Ja, jetzt haben wir auch natürlich noch die verkehrte Seite, das kommt dann natürlich auch dann noch hinzu. Ihr seht, das ist ja nicht so schön. Also machen wir wieder die ganz normale Variante, dass wir das hier ein bisschen in der Ecke einstreichen. Ist sauberer. So. Fenster habe ich dann noch liegen und das haben wir da. Einmal zwischen den Lüftern. Ah, die Lüfterteile muss ich bestimmt auch noch mal gleich suchen in mein Ersatzteillager aus den letzten Sendungen.
gerade kein Werkstatttuch zur Hand. Dann macht man das ganz vorsichtig, falls da was überklebt, mit Sekundenkleber. Und dann ist das auch gut so. So, jetzt haben wir die Fenster eingeklebt. Was sollen wir jetzt machen? Umblättern. Jo, das habe ich mir gedacht. Aus dem Rahmen, den wir in Ausgabe 51 erhalten haben, das müssten diese jene welche sein. So, immer ein Schnipsel und den gleich darauf. So, dann haben wir das Teil auch schon mal erledigt. Man kann das natürlich auch mit Cutter raustrennen. Ich mache das hier immer mit meiner Allrounder-Schere. Damit schneide ich auch die Kanten ab. Und zwar, da gehe ich direkt an die gerade Kante des Teils und dann merke ich, wo der Knubbel ist. Und da schneide ich das ab. So, auch hier ist wieder ein feiner Ring nur. Darum mache ich das auch hier mit Sekundenkleber. So ein bisschen die Kanten nur einstreichen. So. So, einen brauchen wir noch. Um die Auflagefläche des Zahnstochers zum Beispiel zu erweitern, könnt ihr den auch leicht schräg anschneiden. Dann habt ihr eine bessere Aufnahme. Aber wenn ihr den öfters benutzt in einem Bauvorgang, dann kommt da sowieso immer ein bisschen mehr Masse da vorne ran, weil der Kleber, den ihr einhabt, der überbleibt, der trocknet ja auch. So, und dadurch wird das dann etwas dicker. Jetzt happy dat, die haben wir da dran. So, jetzt kommen diese Stützen. Mein Brett klappert hier. Und da müsst ihr aufpassen, wie die anbaut. Und zwar, das sind ja, ist ja sozusagen der Windfang. Na, und dass sie nicht verkehrt rum sind. Na, die kommen also so ran. Und da kommt das kleine Deck oben drauf. Und da das Plan ist, also ihr bräuchtet rein theoretisch dort auch keinen Sekundenkleber, weil die ganz fest sind, aber ich mache nur an die Stifte, mache ich ein bisschen Kleber ran. Rein theoretisch kann man die auch nicht verwechseln, also von daher, ne, aber das soll eben halt, das kommt ja so nach Achtern hin und wenn der Wind von vorne kommt, dann sollten die Bissen geschützt hier aus der Tür rauskommen. Jo, das ist der ganze Sinn und Zweck der Sache. Natürlich ist dann auch noch eine Leiter angebracht, dass man da nach oben krabbeln kann. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und jetzt haben die Menschen in der zweiten Klasse auch ein bisschen Komfort, brauchen sie sich bei Wind und Wetter, bei Sturm und so weiter die Türen so festhalten. So, da sind wir schon mal so weit. Der Tepfi hoch, der Tepfi hoch. So, jetzt geht das wieder hier ran, an dieses Teil. So, jetzt hat es hier drei Löcher und zwei große in der Mitte. Zwei große, das sind diese Knüpsis, nachher für dieses Häuschen. Und diese drei Löcher müssen frei bleiben für die Ventilatoren und so weiter, die darauf kommen. Also müsstet ihr darauf aufpassen. Na, wo habe ich denn diese Sekundenkleber her? Dass ihr es nicht aus Versehen verkehrt rum macht.
Und ich glaube, bei diesem kleinen Teil brauche ich jetzt erstmal keine Anpassung machen. Ich gehe mal davon aus, dass sie es ausmessen konnten. Trotzdem gehe ich da vorne schön in die Ecke rein. Und da auch, und da auch. Und dann sieht das auch gut aus. So. So. Da Teppi. So, jetzt kommt hier auf die Knupsis. Da ist ein dicker und ein dünner. Da kann das Kassenhäuschen drauf, oder das heißt schon Kassenhäuschen. Ja, da ging das irgendwie rein. So, und das geht mit der Schottwand, die hier an der Seite ist, in Richtung der Lüfter. Aber wie gesagt, groß und kleiner Knupsi. So. Ich habe nur ein bisschen Sekundenkleber in die Löcher reinlaufen lassen. Ich wollte das nicht andersrum machen, weil sonst hätte ich eventuell Angst, dass mir aber zu viel Sekundenkleber rausläuft und dann wäre das Deck versaut. So, jetzt haben wir diese zwei süßen kleinen Dröppels. Naja, Eddie, das hättest du auch vorher machen können, aber das macht ja nichts. Jetzt muss ich mit meinen Wurschtfingern da ein bisschen gucken, dass ich die da reinkriege. So, das sind auch Lüfter. Die kann man dann auch schön reindrücken. Achtet bitte darauf, dass sie schön gerade sind. Mich hat letztens einer gefragt, ob ich die Titanic auch altern will. Nein, ich werde die Titanic nicht altern, weil allzu lange hat sie ja nicht gefahren. Klar, sicherlich wahrscheinlich ein, zwei Probefahrten und so weiter. Aber sie ist ja in bunten Lacke untergegangen, wie wir alle wissen. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir nochmal diesen kleinen Lüfter, diese zwei Teile. Und zwar, da haben wir den Lüfter. So, dann nehmen wir den Motor, das ist der da, in die rechte Hand. Und dann machen wir das hier ran. Kann man auch nicht verwechseln, weil das halbrunde Öffnung ist. Aber falls einer da doch ein bisschen unsicher ist, erwähne ich das nochmal. Also sie haben sich eigentlich schon Gedanken gemacht, das finde ich sehr gut. So, jetzt kann man den noch ein bisschen richten. So, da vorne bleibt das Löchlein frei. Jetzt müssen wir noch diese kleinen süßen Brettchen von den Seitentaschen machen. So, das wird wieder so ein kleines Problemchen, um das hier abzukriegen, oder nicht, oder was, oder doch. So, und da habe ich einen kleinen Schnipsi, da kann ich dann ranfassen. So, auch hier müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr in die Richtung der Decksbalken seid, nicht dass ihr die aus Versehen verkehrt rum anklebt. Also ihr solltet immer sehen, wie das Deck verläuft. So sollte auch dieses kleine Teilchen aufgeklebt werden. Ganz wichtig. Kleines Detail, man kann die verkehrt rum aufsetzen. Und dann hat man nämlich das Malheur. Und brechen tun die auch leicht, da müsst ihr auch aufpassen. Also das Papier da runterkriegen, das ist schon komischerweise bei mir. Naja, wir werden sehen. So, ihr solltet ihr nicht zu viel mit den Fingers anfassen.
nicht, dass es irgendwie die Haftung verliert. So, jetzt hüpfe ich das hoch. So sieht das denn jetzt schon weiter aus. Und wir gehen flotten Schrittes zur nächsten Ausgabe. Ja, da sollen noch zwei Bänke gemacht werden. Und diese ganzen Teile, die Bänke, werde ich gleich noch verbauen. Ich werde noch mal ganz schnell mein großes Deckshäuschen holen. Und ja, wo habe ich denn meine Müllkiste? Ach, da hinten. Aber soweit sind wir erstmal fertig. Diese ganzen Teile bleiben außen vor, auch dieser kleine Lüfter und diese beiden Bänke, die werde ich dann einfach mal in die Ausgabe 61 rübertragen, weil die kommt nämlich links und rechts vom Deckshäuschen hin, dieses hier, was dort eingesetzt ist. Und dann kommt das Deckshäuschen drauf. So, das war dann Ausgabe 60 und unser Ergebnis sieht genauso aus wie hier. Wie gesagt, diese beiden Bänke, die schiebe ich jetzt ganz einfach mal in den Filmchen, in das Filmchen von der Nummer 61 rein. Viel Spaß weiterhin